Die News und das, was am Markt so abgeht und in der Wirtschaft, das ist super interessant. So, das will ich gar nicht irgendwie kleinreden. Das finde ich auch interessant, das alles mitzubekommen, so diese Zusammenspiele, was wirkt auf was. Und dann überlegt man wieder, okay, was könnte das für einen Einfluss haben? So, und das gefällt mir auch, das mache ich auch im Gehirn und denke mir, oh ja, siehst du, hättest du mal in BioNTech investiert, so, ne? Also klar, aber das sind so Gedanken, die kommen dann irgendwie kurz, maximal, und dann denkt man sich, ja, also wie hätte ich das voraussehen sollen? Geht ja gar nicht. Und deshalb finde ich auch, dass Corona als Investmententscheidung jetzt mit einzubeziehen, sehe ich aus heutiger Perspektive als Spekulation. Also wenn man jetzt Investmententscheidungen trifft, aufgrund von der Entwicklung von Corona. Also ich glaube aber schon, dass man jetzt zum Beispiel aufgrund von solchen Geschehnissen jetzt zum Beispiel sagen kann, hey, ich bin einfach grundsätzlich vorsichtiger. Das muss ja nicht, also zum Beispiel hier schreiben ein paar Leute Cashquote aufbauen während dem Crash, vor dem Crash, danach bis wieder zur nächsten Korrektur. Und das ist ja dann auch eine Sowieso. Entscheidung. Zum Beispiel ich investiere jetzt 10, 20, 30, 50% weniger als sonst, weil ich einfach mehr Cash aufbauen möchte, weil ich dann mehr auf der sicheren Seite bin. Vielleicht gehen mir irgendwelche Gewinne flöten, die über diese Monate gemacht werden, aber ich fühle mich dadurch sicherer und bin halt, ich sage es mal, konservativerer unterwegs, weil ich halt weniger Risiko eingehe, aber auch weniger Rendite mache. Und das ist natürlich eine valide Möglichkeit. Und das ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so habe ich mich dazu entschieden noch. Also ich habe ja diese Challenge mir ja gesetzt. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit den 100.000, die ich investieren wollte dieses Jahr. Und das hat ja richtig heftig gestartet, wo ich auch sehr viel investiert habe, deutlich über 10.000 pro Monat. Und dann ist ja dieser ganze Crash gekommen. Und da habe ich mir so gesagt, okay, ich bleibe also safe nur bei dem Ziel und möchte nicht deutlich mehr investieren als an der Börse in dem konkreten Fall, weil mir das in dem Kontext immer noch zu unsicher ist. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich erhöhe dann nicht meine Investmentquote und möchte dann auch nicht irgendwie über diese Ziellinie hinausschießen, obwohl ich es hätte können, ja, sondern ich sage mir dann einfach, okay, dann mache ich halt nur das Ziel und alles drüber hinweg mit dem Geld mache ich halt andere Dinge oder habe halt eine höhere Cashquote und so weiter. Und das sind dann, kann man halt auch drüber streiten, ja, das ist Spekulation halt, dass du halt irgendwie deine Cashquote erhöhst, whatever, aber das ist halt so ein bisschen auch, ich denke, da merkt man halt, was für ein Typ von Investor man auch ist. Und man muss ja auch, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und ich sage jetzt mal nochmal wirklich ein krasser Crash kommt, der sich nicht sofort wieder erholt, noch im selben Jahr, sondern halt wirklich, was das sich über 2 Jahre oder so zieht wie ein Kaugummi, dass man das kann dann, oder das können dann schon harte Zeiten sein, habe ich das Gefühl. Es ist wie halt wie wenn du eine Spritze bekommst, einmal, es tut einmal pieksen, das ist nicht so schlimm. Aber stell dir jetzt mal vor, 2 Jahre lang bekommst du jede Minute eine Spritze irgendwo reingedrückt. Ja. Das ist dann nicht mehr so geil. Ja, und das, so vergleiche ich halt den Crash, den wir halt hatten. Das war nur so eine kleine Spritze, ja, und dann ist die ja wieder sofort wieder hochgepoppt, innerhalb von einem oder 2 Monaten. Und das hat sich dann nicht irgendwie wie die letzten Krisen 2 Jahre oder so gezogen. Ja. Also, so dieser psychologische Schmerz halt oder dieser Verlust vom Geld war nur ganz kurz da. Viele Leute konnten gar nicht mal drüber nachdenken und sie waren schon wieder oben, weißt du? Und du hast nicht 2 Jahre Zeit gehabt, oh mein Gott, mache ich hier Fehler oder war das die richtige Entscheidung, jetzt alles zu behalten, nachzukaufen? Und das ist, glaube ich, so was, das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren, oder? Was meinst du dazu? Ich glaube, wir sind gerade einfach super verwöhnt von der aktuellen Entwicklung, die wir haben. Mit diesem, ich glaube, wir sind ja im längsten Bullenmarkt ever, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das ist natürlich klar für alle nochmal irgendwie so eine Bestätigung, irgendwie, wir hatten recht und so, und jetzt geht es immer noch weiter nach oben und wir können gar nicht falsch liegen und so. Also die Gefahr, dass man so denkt, ist natürlich jetzt größer. Weil man hat ja jetzt auch schon mal einen Crash überstanden und so. Wir sind ja auch ganz stolz, unseren ersten per Definition Crash erlebt zu haben. Aber trotzdem, ja, ist das, glaube ich, schwer zu vergleichen. Also was jetzt im März passiert ist mit allem davor, so zumindest wenn man den Nachrichten glaubt. Und ich habe damals ja also vor, ich habe noch nicht alles mitbekommen, so, ne? Und ich bin jetzt noch nicht seit Ewigkeiten dabei, aber wenn ich mir so die Vergangenheit der Charts anschaue,
von jetzt DAX oder S&P 500 oder was, dann ist das halt schon krass, so, dass das mal kurz so extrem gedippt ist und dann wieder nach oben geschnellt. Und dann denkt man sich auch, okay, ist eine krasse, interessante Zeit. Ja. So, aber du hast ja auch gemeint hier von wegen, dass du vielleicht als Spekulant bezeichnet werden könntest, nur weil du deine, weil du nicht weiter aufgestockt hast, deine Investments. Nee, das Ding ist, ich habe mir ja so 100.000 das Ziel gesetzt, aber genau. Eigentlich wollte ich auch immer mehr sogar noch dieses Jahr investieren, also sogar das Ziel, also drüber hinaus schießen. Aber ich habe mir dann gesagt, wo dann genau dann der Crash gekommen ist, habe ich mir gesagt, okay, eigentlich will ich das doch nicht, weil es ist mir zu unsicher. Da habe ich halt gesagt, okay, dann bleibe ich halt nur bei dem Ziel. Ich hätte auch 200.000 investieren können an der Börse dieses Jahr. Das wäre möglich gewesen. Ja. Man könnte argumentieren, ja, das ist auch Spekulation auf meiner Seite, dass ich nicht mehr wieder reinpumpe, sondern halt einfach mehr Cash zurückbehalte. Das würde ich halt gerade nicht sagen, dass das Spekulation ist, weil du hast in dem Sinne schon etwas gemacht, was viele Investoren nicht hinbekommen, einfach ihr gestecktes Ziel zu verfolgen. So, und du hast halt gesagt, okay, nur weil jetzt die Börse crasht, stocke ich halt nicht auf, sondern ich investiere so regelmäßig weiter jeden Monat, was ich mir vorgenommen habe. Richtig, genau. Und von daher hast du doch im Prinzip alles richtig gemacht und ich glaube, das ist alles andere als Spekulation.